Yo, hi und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play von der Spielpirat. Wir spielen hier ein kleines Feed the Beat Monster Monster Pack. Es ist das Mad Pack, Mad Pack. Es ist das Mod Pack Crash Landing. Wir sind hier in der ersten Staffel. Ich wollte mal was anderes machen. Ich erkläre euch auch mitten im Video, warum. Auf jeden Fall starten wir erstmal in die Welt. Ich habe sie neu erstellt. Ich bin auf Connecten gegangen. Dabei ist erstmal dieser Launcher abgeschmiert. Wir versuchen es ein zweites Mal, okay? Ihr wisst das nicht? Ich schon. Ansage ist nicht neu. Und, wir hoffen, klappt es. Ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es sehr. Hab mal so ein bisschen reingeschaut, hab mal geguckt, was man machen kann. Ich bin jämmerlich gestorben, so ein paar Mal. So, weißt du, jetzt steht hier zum Beispiel oben keine Rückmeldung. Das habe ich aber vom Mad Pack auch schon. Da sind über 100 Mods drin. Das heißt, es ist schon gar nicht so leicht. Da sind auch heftigere Monster drin. Aber für alle die es noch nicht kennen sollten, das ist eigentlich ungefähr, ich glaube, ein Modpack, was ein halbes Jahr alt ist, Pi mal Daumen. Ist so krass. Ist so krass. OBS hat gerade früher die Minimap angezeigt, als ich in meinem Fenster gesehen habe. Was ist denn hier los? Okay, alles klar. Wir gucken gerade mal, Musik ist off, alles klar. Sound ist relativ, müssen wir mal gucken. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Gehen wir auf Multiplayer, gehen wir mal den Chat. Ist mir ein bisschen zu krass gerade, Leute. Der Chat ist mir ein bisschen zu heftig. So. Wir haben hier das Swags Texture Pack. Es ist, okay, alles klar. Ich hoffe, es laggt jetzt hier nicht großartig. Es gibt den Questbuch und sowas in der Richtung. Gehen wir mal ganz kurz drauf. Okay, open. Was müssen wir machen? Pi mal Daumen. Okay, wir müssen hier was umsetzen und so. Ich erzähle euch gleich, um was es geht. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen hier gerade. So. Also, es ist wie folgt. Wir haben, hier so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall erfüllen müssen. Ja, hier haben wir so ein Questbuch unter anderem. Manual Detected, ich habe eins abgebaut. Ach, ich muss beide abbauen, oder? Kann das sein? Muss ich beide abbauen? Bin mir da gar nicht so sicher gerade. Zack, zack, okay, alles klar. Reclimb, wir haben also jetzt so ein Camel Pack und wir haben hier Water Bottle und Cold Water Bottle. Und, jo, 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 jo. Guck mal. Wissen wir auch, wir haben jetzt gerade einen Dust eingesammelt. Das wusste ich schon mal. Ich habe schon mal ein paar Sachen hier geholt. Das sind Saplings, die wir brauchen. Dazu haben wir noch hier so ein bisschen Gun-Munition hier für eine Waffe, die wir brauchen gegen die Monster, was zu essen. Energy und Co. Ich setze die Sachen hier erstmal gerade wieder rein. Das Werkzeug packe ich da auch erstmal gerade rein. Was wir jetzt ein bisschen brauchen, ist ein paar Sachen, die wir wegpacken. Zack, zack. Zack, zack. Ein Questbook behalte ich jetzt einfach mal. Okay. Hier haben wir auch eine Kiste. Hier ist auch Munition drin. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Cold Water, Cold Water. So, passt mal auf. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gerade mal hier unseren Camel Pack reinpacken. Und müssen das mit Water auffüllen. Wir sind hier eigentlich im Grunde genommen gestrandet. Könnte man ja schon fast meinen. Viele wollten ja, dass ich wieder gestrandet mache. Nein, Quatsch. Wir sind hier eigentlich, da stelle ich nochmal gerade was auf. Wir sind hier mit dem Flugzeug abgestürzt, könnte man meinen. Ja. Zack, zack. Ich brauche mal eine Sicherheit. Aua, 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 aua. Hilft das? In Progress? Ich weiß es gerade gar nicht. Hätte eigentlich helfen müssen. Wir kümmern uns in der Nacht drum. Was wir jetzt gerade mal brauchen. Ja, aber wir dürfen nicht rennen hier. Wir müssen uns mal ein bisschen Dust hier abbauen. Es hat einen Grund, ja. Und jetzt kann ich ein bisschen erzählen. Das ist die Dust. Wir müssen gucken, dass wir unsere Base ein bisschen safety machen. Wir haben hier in der Wüste eben halt wahnsinnig krasse Gegner auch teilweise. Sprich, hier gibt es auch manchmal etwas heftigere Monster, aber die größte Problematik ist eigentlich nicht zu verdursten und zu verhungern. Ja. Und dazu helfen uns die Quests natürlich, die wir da haben, ungemein. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in der Nähe von heißen Quellen und so weiter und so fort umgeben. Wir müssen halt verschiedenste Sachen beachten, darauf werden wir kommen. Noch zurückkommen. Auch gucken, dass wir mit den Ressourcen vernünftig umgehen, ne? Nochmal so ein Baum, wenn man den mal fällt oder sowas in der Richtung, dass man die Saplings vernünftig aberntet und so weiter und so fort. Guck mal gerade, die Sonne geht bald unter. Alter Schwede, warum geht die Sonne jetzt schon wieder bald unter? Ist ja krass. Ich habe die Welt doch eben gerade erst gestartet. Ein paar Sachen gemacht und schon geht's mir wieder beschissen. Oh man, Bro. Das wäre jetzt gerade nicht so fantastisch, würde ich mal sagen. Das heißt, ich baue jetzt gerade noch was ab, bevor die Viecher gerade kommen. Zack, zack. Mal gucken, was wir hier noch abbauen können.
Okay. Kann ich hier unten was abbauen? Das Wasser ist keine vernünftige Wasserquelle, so wie man sie kennen möge vielleicht. Oh, komme ich hier raus? Oh, bitte, 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 bevor hier Monster kommen oder so. Ich baue das mal gerade ein Stück weit so hier. Ach nee, es hilft ja gar nicht. Ach Quatsch. Quatsch. Weil Dust fällt runter, ist mir jetzt gerade irgendwie nicht in den Kopf gekommen. Sorry, Leute. So. Quatsch, dann nehme ich den lieber mit und kann den noch verwerten. Da liegt hinten was, aber ich will da jetzt nicht nochmal hinrennen, falls wir irgendwas verlieren sollten. So, man kann das hier abbauen. Da können wir dann durchgucken gleich. Oh mein Gott. Zack, zack. Damit wir auch immer wissen, was da gerade momentan für Gegner draußen rumlungern. So, so. Und da hinten spawnen sie nämlich eben schon. Okay. Jetzt sind wir hier erstmal einigermaßen sicher. Ich glaube F7. Hier könnte man gucken, okay, wo was spawnen kann. Hier wird jetzt so schnell nicht spawnen, hier an der Stelle. Würde ich jetzt spontan mal behaupten. Aber wir müssen hier für das Quest-System übrigens noch, glaube ich, das hier machen. Ich muss mal gerade gucken, ob das noch aktiviert werden muss. HQM Quest ist activated. Ich hoffe, ich habe es jetzt zumindest richtig gemacht, gleich hier von vornherein. Okay, alles klar. So, wir haben hier auf der linken Seite die Temperatur, die euch angezeigt wird. Die könnt ihr auch gerade sehen. Mit 36,9 Grad. Das ist ganz okay. Wenn es zu heiß wird, kriegt man so Effekte und so. Dann geht es einem gar nicht so gut. Denn der Wasserhaushalt, der da angezeigt wird, da muss man auch gucken, dass der auch sich vernünftig hält. Wir brauchen also auch neues Wasser und so weiter und so fort. Okay. Hier gibt es verschiedene Sachen, die man sich mal freischalten, ne? Wir brauchen also Salz, okay, damit wir eben halt was weiter freischalten können. Wir müssen gucken, dass wir hier Dust holen, dass wir hier Knochenmehl bekommen und dass wir eine Water Bottle haben. In meinen Augen hatten wir noch eine Water Bottle gehabt, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir eine. Wir hatten auch Knochenmehl bekommen und so weiter und so fort. Dementsprechend, wenn ihr es habt, okay, haben wir gekriegt. Kriegen wir Dirt, was wir brauchen für Saplinge morgen. Wir kriegen auch Water Bottle 2 zurück. Ist eine ganz coole Geschichte, eigentlich cooler Deal. Und wir kriegen so ein paar Sachen wieder freigeschalten. Dirty Water Bottle. Dafür, das habe ich schon mal gesehen gehabt, muss man im Grunde genommen eine leere Flasche hier mit Erde kombinieren. Zack, zack. So einfach, es sind so Kleinigkeiten am Anfang. Wenn ich das alles erst am Anfang erforscht hätte, wäre ich 5000 Mal gestorben. Ich schwöre es euch tatsächlich. Jetzt haben wir nämlich eine Water Bottle wiederbekommen, was ganz gut ist, und nochmal ein Dirt. Also alles halb so wild. Hier müssen wir nochmal eine Water Bottle einlösen und dann kriegen wir eine Cool Water und Glass. Könnten wir prinzipiell eigentlich tun. Ich glaube, wir haben noch. Könnte die mal hier reinpacken gerade. Water Bottle, Water Bottle. Und haben wir noch eine Cool Water Bottle? Ach nee, wir brauchen eine Water Bottle, hat er gesagt, ne? Richtig, genau, die hätten wir ja gehabt. Submitten wir die ganze Geschichte. Und sind hier auch schon weitergekommen. Mit den Sapling, da müssen wir Wasser abfüllen. Ja, dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal auch gucken, dass wir noch an Wasser und so weiter kommen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Saplinge. Und wir müssen hier natürlich noch Tools machen. So, okay. Weiter kommen wir momentan jetzt ja gerade gar nicht. Ja. Das ist es jetzt erstmal prinzipiell. Gucken wir, dass wir mit dem, was wir hier haben, irgendwie klarkommen. Okay. So, wegen Wasserhaushalt. Der geht ja noch einigermaßen. Wir gucken mal. Water Bottle. Water Bottle. Oh, ja. Ihr könnt es vielleicht hören. Da kam gerade eine Werbung. Die ist sehr interessant. Diese Werbung. Und zwar war das gerade ein Stream gewesen. Pipapo. Okay, alles klar. Ja, das war gerade tatsächlich ein Stream gewesen, der sich. Ge oh, ich hoffe, ich kriege da keinen Stress irgendwie auf YouTube, weil er sich jetzt im Hintergrund gerade mal eben ganz spontan Werbung für Peugeot. Sollte keine Schleichwerbung sein, Leute. Ja? Ah, okay, alles klar. Ich glaube, da verbrennt gerade jemand. Ich muss kurz nur noch mal meine Musikliste öffnen und dann passt es auch schon. Okay, alles klar. So, da geht's auch weiter. Es ist draußen noch Nacht. Hier sind Monster. Die sind teilweise richtig heftig. Okay, alles klar. Ich wollte nochmal gucken. Water Bottle, Water Bottle. Da ist cool. Da ist auch cool. Hier haben wir nochmal eine Water Bottle. Hier haben wir leere.
Alles klar, Knochenmehl ist da. Da haben wir noch Clay. Gut, prinzipiell müssen wir dann gucken, wie wir damit jetzt zurechtkommen. So. Was haben wir hier noch drin gerade? Hier haben wir noch ein paar Gerätschaften. Hier haben wir unter anderem so ein kleines Sieb und eine Crafting Bench. Sind gar nicht so schlecht. Kann man hier auf jeden Fall aufbauen. Ich würde es einfach mal hier hinstellen und... Boah. Keine Ahnung. Ich stelle mal das hier hin. Kann man sich hier hinten noch was abbauen. Das war so einen netten Stuhl. Zack, zack. Mit Lehne. Und da kann man sich wohl irgendwie auch draufsetzen. Man kennt das noch so ein Stück Open Blocks und so und die ganzen Geschichten. So sitze ich drauf. Und jetzt kann ich hier so einen gewissen Dust eben halt durchschieben. Und da kriege ich Items raus. Und diese Items helfen eigentlich ganz gut. Ich habe Schaden gekriegt. Die Dinger sollten eigentlich nichts vernichten oder nichts kaputt machen. Man kann aber Schaden durch die Explosion kriegen. Müssen wir echt mal gucken, wie wir das irgendwie hier Safety machen, diese Base. Erst tagsüber müssen wir also schauen. Und bis dahin so möglichst effizient sein, wie es nur geht. Versuche auf jeden Fall, dass wir gleich erstmal eine gewisse Wasserquelle kriegen. Das heißt, Zeppling mit Knochenmehl und so weiter und so fort hochbringen. Und ein paar Werkzeuge vielleicht irgendwie ein Stück weit machen. Die normalen Sachen, die man so aus Minecraft halt kennt, wie zum Beispiel eine unendliche Wasserquelle oder halt normale Schwert, normale Axt etc., sind hier deaktiviert. Die hatten höchstens ein Life. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Schwert machen würde, könnte ich einmal zuhauen und dann wäre es im Arsch. Und dafür sind die Ressourcen einfach viel zu wertvoll. So. Das ist zum Beispiel so eine Sache, auf die muss man jetzt so stark achten. Tinker's Construct ist drin, das ist gar nicht so schlecht. Dementsprechend kann man damit ganz gut arbeiten, aber die Materialien wirst du ja selber kosten auch ein paar Ressourcen. Dementsprechend brauchen wir, wenn es Tag wird, auf jeden Fall ein bisschen Holz. Wir müssen darauf achten für die Ernährung, ob wir da so schnell wie möglich ein paar Quests erledigen können, damit wir uns irgendwie ernähren können. Und ich muss mal von den Sounds ein bisschen irgendwas leiser stellen, glaube ich. Der ist doch extrem laut gewesen. Und ja, so ein bisschen, ne, so Zombiehirne, Knochen einsammeln, diese ganzen Geschichten. Und damit die nicht irgendwie wegrennen, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, was wir da machen. So eine Mauer bauen oder, keine Ahnung, wir brauchen ja draußen eben halt die Möglichkeit, dass wir dann noch arbeiten können. Und wenn ich mich nicht irre, spinnen, muss ich doch eine Mauer von 3 Blöcken hoch und oben so einen Half-Step oder einen kompletten Block irgendwie als Barrikade drüber bauen, oder? Also meines Erachtens war das so gewesen. Müssen wir gerade gucken, ob das so ist. Wir können mal ganz kurz gucken, was das Dust-Zeugs bringt. Aktuell zum Beispiel habe ich hier Redstone rausgekriegt, ein Ei, Pulverized Gold, Iron Ore und so weiter und so fort, verschiedenste Sachen. Ein Gunpowder ist da drin, Salz ist drin, können wir für Gehirne gebrauchen. Certus, Quarz-Dust haben wir drin. Stone, das ist ganz gut, da können wir am Anfang erstmal auch so ein bisschen mit Stein noch arbeiten und so Geschichten. Also ein paar Sachen auf jeden Fall, die da rauskommen. Wir können auch andere Sachen durch Sieb schieben. Denn später also auch Dirt und Gravel und so. Aber die Sachen müssen wir uns erstmal irgendwie erarbeiten. Es ist auf jeden Fall immer so ein spannender Anfang, wo man sagt, okay, jetzt muss es hinhauen. Ich werde gucken, ich werde ganz normale, schaubare Folgen für euch eben halt täglich aufnehmen und rausbringen. Aber wir müssen gucken. Also ich werde die erste Folge vielleicht ein paar Minuten länger machen, dass man so einen kleinen Einstieg hat aufgrund der Anfangsproblematiken vielleicht etc. Fakt ist halt, warum habe ich entschieden, dieses Modpack zu bringen und nicht Madpack aus den Live-Auskopplungen weiter? Ja, viele fragen ja schon, was ist mit dem Madpack und so. Ich werde die letzten Folgen noch raushauen. Ja, ihr kriegt sie auf jeden Fall noch. Wir werden auch nochmal weiterspielen auf der Madpack-Welt in den Live-Aufnahmen. Vielleicht werde ich sie als gesammelte Stundenversion mal ab und zu rausbringen oder so. Das Ding ist halt einfach nur, wenn ich Madpack spiele, es spielt sich so häufig. Was heißt, es spielt sich so häufig? Wir spielen 2, 3, 4 Stunden teilweise Madpack und das zu schneiden, weil ich dann 2, 3 Mal die Woche aufnehme. Ich bin schon, ich schreibe Kommentare und ich habe schon ganz andere Sachen irgendwo mittlerweile produziert. Und das ist eigentlich eine Sache, die irgendwie schade ist, weil ihr euch irgendwie nicht mit einbringen könnt in die ganzen Geschichten, ne? Wenn ihr was erzählt, dann ist das vielleicht schon alles gemacht und so. Und das ist halt immer sehr, sehr schade. Deswegen würde ich gerne ein Projekt haben, wo ihr auch aktiv... Okay, es ist Tag.
sehr, sehr gut. Da draußen explodet gerade eine ganze Menge. Dann würde ich sagen, wir essen mal gerade was. Und gucken mal nach dem Camel Pack, wie es hier so schön heißt. Okay, das geht noch vom Wasser. Lass uns mal kurz die Waffe nehmen. Zack, zack. Und lass uns mal hier... Entschuldigung. Hier gerade mal ein bisschen Munition nehmen. Zum ersten Mal muss man einfach mal nachladen und die Munition reinlegen. Und dann geht's ab dafür, würde ich sagen. Wow. Ah, oh, ich bin erschrocken gerade. Hocken die Viecher natürlich da. Daneben gerade geschossen. Zack, zack. Bam. Oh, Alter. Wie viel Schaden die gemacht hat gerade. Den Anfang, wir müssen sie mal kurz anlocken. Die muss runterkommen. Zack, zack. Ach, scheiße, daneben geschossen. Ich hasse das gerade. Wenn man hier stirbt, hat man echt ein Problem. Muss ich ganz ehrlich... Oh, da oben fliegt ein Gas sogar. Oh, alter Schwede. Sieht mal, wie viel Schaden die machen hier teilweise. Ist mal richtig übel. Was mache ich jetzt mit dem Ghast? Verdammt! Ich habe richtig Schaden hier und es ist eigentlich Nacht. Ich müsste irgendwann raus. Oben ist noch eine freaky fucking Spinne. Guckt man sich mal hier an. Oh, hier ist ein Gehirn. Das habe ich gekriegt. Warum habe ich das eigentlich gekriegt? Hier ist doch alles zugebaut. So läuft, würde ich sagen. So. Dann würde ich mal gucken, was wir mit den Gehirnen noch machen. Wenn unsere Munition jetzt so schnell schon alle ist, ist natürlich echt gerade ein Problem. Aber ich schieße ja auch wie die letzte, naja, Hafennotte irgendwo. Ach Gott, was machen wir, wenn der uns jetzt trifft? Rose. Wir sind schneller tot, als wir gucken können. Zack, zack. Okay, alles klar. Trifft man den? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Okay, alles klar. Rennen darf ich hier nicht. Wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen Loot einsammeln. Wir haben noch Munition. Ein Creeper ist noch da hinten. Aber den können wir uns vielleicht besorgen. Okay, alles klar. Gas ist erledigt. Okay, den haben wir auch. Super. Das heißt, wir haben jetzt gerade so ein bisschen was hier hingekriegt, dass wir ein paar Items hier einsammeln. Man sieht schon die Temperatur, wie sie langsam ansteigt, was auch normal ist. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier den Bereich freiräumen. Monster sehen wir zum Glück auf der Minimap. Anders geht's gar nicht. Wir werden jetzt mal gerade das nicht nur freiräumen, wir werden auch diese ganzen, den ganzen Dust eben halt nehmen und werden uns mal gucken, dass wir uns einen Bereich saven. Wo wir eben halt auch nachts draußen arbeiten können und so. Und aber bevor das passiert, ich muss noch auf jeden Fall Holz holen, ne? Das machen wir jetzt alles noch in der ersten Folge, würde ich sagen, oder? Wir haben 18 Minuten jetzt gerade rum, ungefähr knapp. Ich denke, das können wir in der ersten Folge machen. Also ich bin richtig, ich freue mich richtig auf dieses Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Kann ich echt nur sagen, ich hoffe, es gefällt euch wirklich auch. Und ja, mal gucken. Ich denke, da kann man viel erleben. Ist eine Sache mit dem Klon. Ich muss noch mal gucken, das war, was ich da unten aufgestellt habe. Sollte eine Klonkammer sein. Ich glaube, ich habe die Energy-Zellen nicht richtig angeschlossen. Da muss ich mal gucken, ob ich die mit diesem Schraubenschlüssel irgendwie richtig rum anschließe. Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich habe mit dieser Mod nicht wirklich gearbeitet bis jetzt. Ich habe es auch selbst noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen. Ich habe ein bisschen was geguckt, Leute, ne? Geguckt, das ist eine. Warte mal. Wir haben jetzt doch hier Erde. Okay. Zack, zack. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier gerade mal so einen kleinen Kranz ringsherum. Oder Bäume irgendwie besser abfällen können vielleicht. Keine Ahnung. Je nachdem, wohin die wachsen. Wir haben echt keine Zeit hier. Zack, zack. Setzen den mal gerade. Und würde ich vorschlagen, wie können wir das ganze Ding hier schützen? Ich überlege gerade noch. Gut, dann bauen wir uns am besten den ganzen Bereich hier draußen noch frei. Wäre jetzt zumindest mein Vorschlag, Leute. Ich weiß, hier gibt es noch Hügel. Habe ich bis jetzt aber noch nicht gesehen, aber es soll wohl den Hügeln Möglichkeiten geben, dass es da noch andere Materialien gibt. Ansonsten findet man hier echt nur weit und breit das und kann sieben. Bin mal gespannt. Ich würde jetzt am liebsten gerne das ganze Gefährt oder die Raumkapsel, das Space Shuttle, keine Ahnung was,
Sonne geht noch. Würde ich am liebsten jetzt gerade mal hier so freisetzen. Dass wir vielleicht irgendwie so eine Wand ziehen können an der Space Shuttle-Wand oder so. Die hoch genug ist. Ich hoffe, ich mache da auch keine Fehler, weil irgendwie bin ich da mal prädestiniert für. Ich bin ja normal nicht so ein normaler Survival-Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Verstecke mich natürlich gern mal in Höhlen und so. Und hier kann man sich natürlich nicht in Höhlen verstecken. Man hier doch klar erkennen kann. Zwei hoch, zwei hoch, zwei hoch, zwei hoch. Wenn ich die Wände hoch genug mache, dürfte ja eigentlich nichts passieren. Aber ich brauche noch Zeit für Holz, verdammt. Und da hinten brennt es. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Feuer jetzt ein Problem für uns wird. Verdammt. Okay. Wir werden es ausprobieren, Leute. Kennt ihr das Modpack? Habt ihr das schon mal woanders gesehen oder so? Habt ihr da schon irgendwie so Erfahrungen gesammelt? Habt ihr es selbst schon gespielt? Okay, wenn das Ding da ist, dann lasse ich da einfach mal eine zwei hohe Mauer da stehen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ist das hier Lava eigentlich? Sieht endlich aus wie Lava, oder? Ich weiß es nicht, aber bevor ich hier brenne. Alter Schwede. Jo, genau. Richtig. Ah, leck mich. Leck mich. Ah. Ich habe kein Wasser, oder? Ich habe ja kein Wasser. Ach doch. Warte, da hinten ist eine Quelle. Okay, alles klar. Dann lass mal kurz was essen hier. Och, alter Schwede. Gut, okay. Dann würde ich sagen, habe ich ein bisschen Dust eingesammelt? Ja, ne? Ich glaube, ich werde bei der nächsten Aufnahme mal mein Texture Pack ändern. Weil ich habe jetzt das 128er drinne. Finde es zwar recht schnieke. Aber scheint ein paar Lecks zu geben oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier würde ich eine Wasserquelle zumachen. Natürlich auch dämlich. Ey, was baue ich hier überhaupt zu, Alter? Ich will doch da vorne einen Hof haben. Mann, bin ich dumm, ey. So, okay. Ja gut, ich hab keine Zeit. Oder ich baue das hier zu, damit ich nachts arbeiten kann noch. Das wäre vielleicht auch möglich, wenn keiner da rüberkommen kann. Andersrum, wenn diese Gastviecher kommen. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt drei hochbaue, dürfte doch hier eigentlich nichts reinkommen, oder? Ringsherum. Aber dafür müsste ich natürlich jetzt auch irgendwas machen, damit ich hier oben ausleuchten kann. Alles andere wäre eigentlich Quatsch. Okay. Gut, gucken wir einfach mal. Bringen wir mal hier runter. Das ist drei hoch, das ist drei hoch, das ist drei hoch. Okay, dann würde ich vorschlagen, ziehen wir hier gerade mal... Oh Gott, so viel habe ich gar nicht, oder? So viel habe ich gar nicht, Leute. Zack, 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 zack. Mach das mal gerade so hier. Bloß nicht zu groß, dass wir hier noch ein paar Materialien irgendwie zusammenkriegen. Wasser würde ich gerne noch mit einbeziehen. Okay. Alter Schwede, mir ist schon zu heiß. Mir ist zu heiß, weil ich keinen... Ah, siehst du, Leute? Wasser, Wasser, Wasser. Seht ihr das vielleicht? Ja, seht ihr. Ich muss mal gerade gucken, dass ich dieses Camel Pack wieder auflade. Da kannst du echt schnell mal... Und jetzt haben wir auch kein Wasser vor allen Dingen. Das geht mir richtig auf den Sack gerade. Okay, wir lassen uns mal ganz kurz hier parallel schon mal mit Bohnenmehl irgendwie was wachsen oder so. Und, lass mal ein bisschen Holz abbauen. Aber das könnten wir machen, wenn es dunkel ist. Aber ich habe keine Fackeln, oder? Und ich bräuchte dafür Steine, einen Ofen, irgendwas in der Richtung. So. Kühl gerade ab. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Okay, was machen wir jetzt gerade? Ich würde sagen, oh, wir haben hier nichts aufgesammelt gerade. Scheiße. Ich bin jetzt echt gerade so ein bisschen an dem Moment, wo ich sage, okay. Ob das was wird, weiß ich nicht. First try, möglich oder nicht möglich. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht beantworten. Zack, zack. Weil die Zeit ist gerade echt nicht auf meiner Seite, würde ich sagen. Weil, ja, wenn Wasser auch knapp wird und so weiter, muss ich mal gucken. Wir brauchen natürlich auch so ein bisschen was. Mann. Wenn ich jetzt auch nicht sieben kann, weil ich keine Materialien mehr habe, bin ich echt bescheuert da. Scheiße. Ich nehme noch was mit hier. Kommt auch noch wieder Feuer, Alter. Hört mal schön aus, Bro. So. Guck mal. Wenn ich jetzt auch kein Holz habe, dann hilft mir die ganze Barrikade nichts. Habe ich trotzdem die Spinnen bei mir drin. Wenigstens keine anderen vorerst. Aber trotzdem. Die Sonne scheint unterzugehen. Oh, Leute. Das könnte knapp werden.
Ja, das könnte nicht nur knapp werden, das wird knapp, beziehungsweise das wahrscheinlich gar nichts. Ach du Scheiße. Okay. Versuch mal gerade hier hochzugehen und zu gucken. Okay, Spinnen werden hier auf jeden Fall reinkommen. Es kann irgendwas spawnen, Leute. Ich hätte eigentlich hier was machen müssen noch. Verdammt. Scheiße. So, so, so. War das so gewesen? Nee. War das so? Ach, ich hab's vergessen. Alter, was ist denn da los? So war die gewesen, okay. Das ist so eine komische Croc. Mit der kann man noch Zepplinge gewinnen. Okay, momentan ist noch nichts gespawnt. Muss mal gerade gucken, dass ich wenigstens ein paar Zepplinge noch kriege. Okay, aktuell spawnt schon was. Alles klar. Okay. Musst du das gerade mal mit aufsammeln? Warum kann ich nichts aufsammeln? Scheiße. Okay. Das wäre eigentlich das Falsche. Zack, mache ich das mal so hier. Bevor da jetzt gerade was kommt. Sapling brauche ich unbedingt. Den kann ich nicht liegen lassen. Dann bauen wir hier gerade mal zu. Zack, zack. So, wenigstens schon mal safe für den Moment. Fakt ist halt aber auch, okay, alles klar. Wir haben nicht allzu viel gerade von irgendetwas. Gut, dann lass uns mal gerade gucken, dass wir hier ein paar Sachen weglegen können. Hier gerade nochmal ein paar leere Glasbottles oder sowas in der Richtung. Alter Scheiße, Mann. Gut, Munition sollte ich mal vielleicht auch am Mann lassen oder so. Es sieht momentan, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, nicht ganz so rosig aus. Das Camel Pack wird immer leerer. Und wir müssen gucken, dass wir uns Wasser produzieren. Und das kriegen wir hin, wenn wir verschiedenste Sachen irgendwie auf die Reihe kriegen. Okay, dann würde ich vorschlagen, lass uns beim nächsten Mal einfach schauen, dass wir sowas hier machen. Dass wir noch ein bisschen was hier an Iron produzieren. Das Problem ist, ich müsste es jetzt auch eigentlich schmelzen und ich habe gar keine Ahnung, wo ich das jetzt machen könnte. Wuhu! Leute! Wenn ihr genauso gespannt seid, ob das hier irgendwie ansatzweise funktioniert oder nicht funktioniert, dann schaltet einfach mal morgen wieder rein. In der nächsten Folge von Crash Landing. Wir sehen uns, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.